Nicht immer sind richtig harte Angelrouten vonnöten, wenn wir jetzt zum Karpfenangeln unterwegs sind. Wir haben eine ganz tolle Routenserie bei uns im Radical-Programm, das sind die Oldschool-Routen. Die Oldschool-Routen zeichnen sich durch verschiedene Features aus. Zum einen gibt es diese Routen in verschiedenen Längen, sodass ihr ja wirklich alle Angelbedürfnisse und alle Angelsituationen für euch ganz genau abdecken könnt. Ja, in welchen Modellvarianten gibt es diese Oldschool-Routen denn eigentlich? Zum einen als Traditional-Variante. Dort haben wir 4 verschiedene Modelle. Alle diese Modelle sind 12 Fuß lang, sprich 3,60 Meter. Das geht los mit einer ganz, ganz leichten Route von 1,75 Pfund Testkurve zum beispielsweise klassischen Angeln an der Oberfläche oder auch zum Angeln auf große Friedfische wie Schleien, Barben oder dicke Döbel. Zum Zweiten haben wir in dieser Routenserie der Traditional ein Modell mit einer Testkurve von 2,25 Pfund. Dann haben wir eine Route mit 2,75 Pfund, eine klassische Karpfenroute und ein etwas härteres Modell mit 3 Pfund. Alle diese Routen sind absolut vollparabolisch, sodass ihr wirklich extrem viel Spaß beim Drill habt. Ja, eine weitere Variante der Oldschool-Serie sind die Bootsrouten in 10 Fuß, sprich 3 Meter. Die gibt es einmal mit 3,5 Pfund und einmal mit kraftvollen 4,5 Pfund Testkurve. Die 3,5 Pfund Testkurve ist wirklich geeignet für die meisten Situationen an unseren Gewässern in ganz Europa. Eine 4 Pfund Variante ist für die ganz, ganz harte Hook- und Holding-Angelei entwickelt worden, wenn ihr vor dichten Kraut angelt oder ja, versunkenen Unterwasserhindernissen. Und zudem gibt es die Oldschool-Serie als Flussmodell, als Hard River. Die Hard River Routen sind zum einen 12 Fuß lang und haben eine Testkurve von 3 Pfund und wir haben extra lange Routen mit 3,90 Meter und 3,5 Pfund Testkurve für die harte Angelei an den großen Flüssen in ganz Europa. Welche Merkmale haben diese Routen? Zum einen, ihr seht es auf den ersten Blick, ein toller Korkgriff. Ich mag Kork unheimlich gerne und angel diese Routenserie wirklich aufgrund dieses Korkgriffs alleine schon sehr, sehr gerne. Wir haben im unteren Bereich einen Eyecatcher eingebaut, den ihr auch dafür nutzen könnt, um diesen Eyecatcher beispielsweise in eure Buttgrips zu integrieren. Und obendrauf den Radical Karpfen, der wirklich gut aussieht und in diesen Eyecatcher eingraviert wurde. Es ist also kein Aufkleber, der abgehen kann, sondern wirklich eine eingravierte, hochwertige Verarbeitung. Der Korkgriff ist nicht überall gleich dick, sondern im unteren Bereich etwas schlanker gehalten, am Ende hin stärker zulaufend, sodass ihr verschiedene Stärken des Korkgriffs habt, um die Routen wirklich ganz fest in euren Rodpots zu integrieren. Ja, welche Merkmale haben wir noch? Alle Oldschool-Routen verfügen an der Seite über einen Schnurclip aus Carbon. Dieser Schnurclip ist für meine Angelei ein ganz, ganz wichtiges Tool, indem ich meine Route abgelegt habe und dann einfach die Schnur in diesen Clip fixiere, kann ich ganz genau sehen, wenn ich einen Einzelpieper bekommen habe, ob ich einen Schnurschwimmer hatte oder ob der Fisch wirklich das Blei bewegt hat und es ist Schnur von der Rolle gelaufen. In dem Augenblick wird die Schnur direkt aus dem Clip rausgezogen. Der Blank aller Oldschool-Routen ist ein Woven Mesh Blank. Das bedeutet, wir haben einen hochwertigen Carbon verarbeitet und auf diesem Carbon eine Crosswicklung drauf, die einmal hochläuft und wieder runter. Das ist nicht gemalt, wie teilweise bei anderen Modellen, sondern ihr könnt es wirklich spüren. Schaut euch die Routen im Laden an, fahrt mit dem Finger drüber und ihr werdet merken, dass ihr wirklich keine plane Oberfläche habt, sondern wirklich eine verstärkte Wicklung. Alle Routen verfügen über Alpsringe, die eine Sick-Einlage haben. Diese Ringe, da erkennt man sofort, die stehen so ein bisschen seitlich ab, sind so ein bisschen nach vorne gebogen. Das hat einfach den Vorteil, dass sich keine Schlaufen mehr um die Ringe legen können. Das bedeutet, ihr braucht nie Angst haben, wenn sich eine Schlaufe um den Ring legt, dass ja, beim Wurf das Blei dann blockiert und dann einfach wegfliegt. Sobald sich eine Schlaufe um den Ring legt, ihr seht sofort hier, springt diese Schlaufe automatisch vom Ring aufgrund dieser Form wieder runter. Der Rollenhalter ist bei allen Oldschool-Routen ein Futschenschraubrollenhalter, auf den eure Rollen wirklich bombenfest drauf sitzen. Ja, da wackelt nichts, den könnt ihr richtig festdrehen und die Rollen sind super sicher auf den Routen fixiert. Die Oldschool-Routen sind wie gesagt alle voll parabolisch gebaut, ihr habt ein super Drillvergnügen, ihr könnt die Fische sicher in der letzten Phase über den Kescher ziehen und dann den Fisch landen. Das ist eine super tolle Routenserie, mit der ich ganz, ganz viel am Wasser unterwegs bin, die ich unheimlich gerne einsetze und ich bin mir sicher, auch euch werden diese Oldschool-Routen allesamt gefallen.